Großer Jubel bei VfB-Trainer Jürgen Kramny nach dem unerwarteten Heimsieg. Die Stuttgarter in den weißen Trikots starteten gut in die Partie. Das verdiente 1:0 in der 14. Minute erzielte Marvin Wanicek sein viertes Saisontor. Prominenz auf der Tribüne, Huub Stevens, Trainer der ersten Mannschaft, zu Besuch in Aspach. Und der Chef sah, wie der Nachwuchs noch vor der Pause durch Jerome Kiesewetter auf 2:0 erhöhte. Pflege für die geschundene Stuttgarter Seele. Aber der Rasen hatte es mindestens genauso nötig. Die beste Möglichkeit der zweiten Halbzeit hatte Arminia Bielefeld, aber der ehemalige Karlsruher Koen van der Bietzen verpasste. Stuttgart gewinnt mit 2:0. Durch den Sieg belegt der VfB 2 Tabellenplatz 14.